Ja, weil mir jetzt der Spieler des Spiels, Jan Schumacher, erst sollst du nicht spielen, dann hast du gespielt, dann eine Riesenchance gegeben, fast schon der Depp vom Dienst, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Und dann kommt super Flanke und dann machst du ihn rein. Doch ein Wechselball der Gefühle, oder schilder mal die Situation heute. Ja gut, den ersten hätte ich machen müssen, so eine Chance aus 2 Metern muss man reinmachen, aber ich habe gewusst, da kommt nochmal die Chance. Und als die Flanke kam, habe ich gedacht, der muss jetzt rein, egal wie. Und dann war er drin, Gott sei Dank. Bist du mal ausgewechselt worden, total platt gewesen heute, auch wegen dem Wetter oder was war los? Ich war 6 Wochen verletzt, konnte keinen Sport machen, bin jetzt seit 2,5, 3 Wochen wieder im Training. Also da fehlt noch ein bisschen was, aber bis zur 90. fehlt noch ein bisschen, aber das wird die nächsten 2, 3 Wochen wieder funktionieren. Ja, und zum Spiel, erste Halbzeit sah es nicht am Sieg aus, um es mal so auszudrücken. Wir mussten uns reinkämpfen, die Klausener sind stark, A-Klassenabsteiger, das wussten wir. Hatten in der Mitte überhaupt keinen Zugriff, aber durch den Wechsel auch Maxi Kohl in die Mitte zu ziehen, das hat einiges ausgemacht. Und danach hatten wir Zugriff, hatten auch die besseren Chancen, finde ich, auch mit Flo Wingert, der noch eine Riesenchance hatte. Und deswegen finde ich, der Sieg geht verdient in Ordnung.